Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Ich möchte mich ganz herzlich bei euch für euer insanes Feedback bedanken unter der ersten Folge von diesem Video, dass ich mir alte Edition kaufe und die dann auschecke. Hat euch ultra gefallen. Ihr habt mir super viele Dinge in die Kommentare geschrieben, die ich beim nächsten Mal doch bitte nachschauen soll. Das werden wir heute machen. Ich habe mir wieder 3 Editionen geholt. Das letzte Mal hatten wir 5 Editionen. Das war schon sehr teuer. Allerdings, glaube ich, mit 3 Editionen ist es auch geil, weil wir halt jetzt mehr Sachen überprüfen wollen. Ich habe mir geholt einmal Schwarz, Pokémon Schwarz Edition und 2-mal Mond. Problem dabei ist nur, ich glaube, actually Ultramond kostet mehr als Mond, aber die Verkäuferin hat mir, ich kann euch das mal hier ganz kurz zeigen, Ultramond eingepackt, weil ist basically dasselbe, ne? Dementsprechend checken wir einmal Pokémon Schwarz, Pokémon Mond und Pokémon Ultramond aus. Ich freue mich auf jeden Fall. Lasst sehr gerne ein Like da, um das Projekt hier zu unterstützen, damit ich weiß, ich habe noch mehr Bock, weil ich habe nämlich noch mehr vorgesorgt. Für weitere Parts, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da, um diese Videos nicht mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen los. So, wir fangen an mit Edition Nummer 1 von Shadow.Sew. Dorf des Seevolks, nur, in Anführungszeichen, nur 47 Stunden, aber nur 100 Pokédex-Einträge. Das ist relativ wenig. Immerhin alle Z-Kristalle. Ich würde sagen, wir checken ab, was hier so geht. Ja, wir befinden uns sogar im Pokémon-Center. Ich hoffe, wie pixelig das damals war. Ach du Scheiße. Okay, Outfit ist actually not bad. Habe ich so noch nie gesehen. Ich würde sagen, wir checken als allererstes natürlich die Pokémon ab, die wir im Beutel haben. Dafür brauchen wir die untere Cam. Die haben wir hier. Wir haben Mimikma, Wolverock, Lunala, Primarine, Knorga und Tektas. Wenn das ihr Durchspielteam war, muss ich actually sagen, cooles Durchspielteam. Z-Stein, okay, sehe ich. Zockt man sehr häufig auf seinen Pokémon, glaube ich. Spukball, Dunkelklaue, Zauberschein. Speziell offensiv gesehen ist Mimikma jetzt nicht so wild, aber mache ich mal kein Auge. Hat auf jeden Fall Band des Alola-Champs. Das heißt, die Liga wurde auf jeden Fall gemacht. Dann haben wir Wolverock mit Steinkante, Tarnstein und Knirscher. Actually mit Tarnstein plus Angriff gewesen. Minus Verteidigung. Na, okay, ist in Ordnung. Dann haben wir Hydropumpe, Schaumserenade, Nebelfeld. Nebelfeld auf Primarine. Wild. Wild. Noch nie gesehen. Oh, ich bin mit dem Primarinium Z. Dann haben wir Schattenstrahl, Psychoschock, Phantomkraft, Traumfresser. Okay, Traumfresser kann einfach nicht genutzt werden. Schade. Lunala, Fruchtstoffer, Spukball. Der ist auch speziell offensiv gesehen. Jetzt eher nicht so wild. Und dem würde ich auch eher den Kampfknochen geben als den Pyrum Z. Habe ich mal kein Auge. Und wir haben Dunkelklaue, Tiefschlag, Aquadurchschuss. Okay, das geht voll fit. Und sogar Adamant, Alter. Ich glaube, ihr Tektas war ziemlich wild. Sogar an einem Netzball gefangen. Netzball passt einfach bei Tektas wie die Faust aufs Auge. Bei einem Käfer, Wasserpumpen sowieso. Und wir sollten, was habt ihr gesagt, Beutel auf jeden Fall abchecken. Was befindet sich denn so im Beutel? Das finde ich auch sehr interessant. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Tränke. Da hat man immer so einen gewissen Einblick, was die Person sich gekauft hat. Wurden Äther benutzt oder so. Wir haben auf jeden Fall nur einen Hyperheiler, aber von dem Rest eine Menge. Das ist auf jeden Fall interessant. Heilbruder, Wutkeks, bla bla bla. Äther, Top-Äther, Elixier und Top-Elixier. Und noch 7 Sonderbonbons, die nicht genutzt wurden. Crazy. Die ganzen Disc, scheinbar wurde sich Amigento abgeholt, weil die alle noch neu sind. Schnell noch Amigento abholen und dann schnell meine Edition verkaufen. Der Meisterball ist auch noch da. Das heißt, 1 Million Pokédollar sehen wir, was ich auch wild finde. Panzerfossil. Okay, okay. Wild, wild, wild. TMs. Ah, okay. Ich dachte schon, vielleicht sind es alle. Aber ich sag, ist schon gut was eingesammelt. Ein paar Bären. Hier ist auch nichts Besonderes. Wobei, ist der DNS-Keil so besonders? Ein Bahngefäß und so. Ovalpin. Ovalpin, actually. Okay. Okay. Megastein und so. Also hier wurde auf jeden Fall schon eine Menge gezockt. Das ist auf jeden Fall keine Frage. Wenn wir uns mal den Pokédex anschauen, dann sehen wir, dass, ich habe keine Ahnung, wie viele Pokémon es im Alola Pokédex gibt, aber der ist auf jeden Fall nicht vollständig. Von 301, 255 gesehen. Ich sag es in Ordnung. Dafür, dass sie es wahrscheinlich nur casual gespielt hat, finde ich, geht es komplett fit. Dann haben wir Zygarde. Okay. Necrozma. Fusteetje. Sogar ein Battle-Team war angemeldet.
in Form von Mesinger oder Volnona. Frechen von der Torte. Seigert war auch drin. Mit Sanktionskern, Bodengewalt. Ah, das ist das 100% Seigert, ne? Naja. Oha. Oha. Ziemlicher Chabelle-Fan. Wie es scheint. Sogar Leo haben wir ja auch drin. Aus Japan, okay. Wahrscheinlich getradet bekommen. Vibrak ist wichtig in der Ultra-Bestien-Box. Da sind wir uns alle einig. Man konnte ja, glaube ich, mehrfach Ultra-Bestien fangen, oder? Ne, ging hier, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es actually gar nicht. Aber ich glaube, das war es tatsächlich noch nicht. Hier haben wir jetzt nicht so die wilden Mons. Ich würde halt nur überfliegen, ob irgendwo ein Shiny-Pokémon dabei ist oder so. Und das war's. Das sind die verschiedenen Pokémon. Wurde Amigento oder Type 0 gesoft resettet? Nö, wurde es nicht. Und dann die allerletzte Sache, die wir noch nachschauen wollen, ist die Einzug in die Ruhmeshalle. Kann man die hier nachschauen? Ich glaube, oder? Oder geht's instant rein in die Pokémon-Box? Ich dachte, das kann man hier nachschauen. Verdammt! Normalerweise kann man so den extra PC auschecken. Ich habe keine Ahnung, wo man den Sonne und Mond auschecken kann, wo der Eintrag in die Ruhmeshalle ist. Vielleicht ein Trainerpass. Oh Gott, ich glaube, doch, sie muss ja schon beim Festival Plaza gewesen sein. Aber da ist dieses grüne Ausrufezeichen. Na gut, lass einfach mal auf den Trainerpass noch einen Blick werfen. Bla bla bla, Pokémon-Trainer, du hast einen ersten großen Schritt getan. Okay. Okay. Prüfung bestanden, Prüfung bestanden, Prüfung bestanden, Prüfung bestanden. Inselwanderschaft abgeschlossen. Und mehr noch nicht. Aber es gibt scheinbar in Pokémon Sonne keinen Ruhmeshallen-Eintrag. Es sei denn, ich bin gerade lost. Steht der hier irgendwo? Nö. Leider nicht. Oh. Okay, kann man nur Fotos machen. Na gut. Ist scheinbar einfach nur eine casual durchgespielte Edition. Fühle ich aber. Finde ich nice. Ich sag, Game durchgespielt und danach kann man die Edition noch verkaufen. Aber ich mag das Outfit sehr, sehr gerne. Muss ich sagen. Das Outfit ist ziemlich cool. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Edition. So. Wir sind ready für die nächste Edition. Wir haben Steffi mit 81 Stunden Spielzeit in Ultramond. Bin ich sehr gespannt, was uns hier erwartet. 81 Stunden. Oh, wir befinden uns theoretisch gesehen vom Shiny Hunten bei den Ultradimensionslöchern. Kann man nicht anders sagen. Wir checken kurz unsere Pokémon ab. Wir haben die Jalga auf Level 100 und Latios auf Level 100 mit einem Goldkronkorken. Chillig. Mit einem Jubelball gefangen. Spezialverteidigung hoch und Initiative runter. Könnte maybe competitive. Ah, okay, das war zum Abholen. Das war eigentlich ein Event-On. Hier haben wir Lunala. Hier haben wir Type 0. Hier haben wir Pam Pam. Chillig. Hier haben wir Wuffels. Und Latios ebenfalls, Legenden 2018. Ebenfalls auch mit Goldkronkorken, einem Event-Pokémon. Okay, interesting, interesting. Bisher die beiden krassesten Pokémon waren Event-Mons. Ich würde sagen, wir fliegen einmal ganz fix zu einem Pokémon-Center. Ich finde es immer so weird, weibliche Charakter zu spielen, weil ich spiele legit nie weibliche Charakter. Und ich habe gerade gesehen, der Lurak-Anzug ist einfach rosa. Noch nie gesehen. Legit. Noch nie gesehen. Okay, was haben wir hier? Wir haben Rokara. Wir haben Mimikma. Wir haben Faxo. Alola Sandan. Wir checken mal kurz ab, ob hier irgendein Shiny dabei ist. Gibt es hier irgendein ganz... Das könnte... Ja, die sind alle aus dem Ultra-Wurmloch gefangen. Auch schon ein paar Legendaries gecatcht. Aber noch... Oh, hier haben wir ein Shiny. Alola Digtry. Hallo. Wahrscheinlich einfach selber gefangen. Das fühle ich. Pfiffig Level 35 High in der Wüste. Kann man da Digtry fangen? Ich glaube schon, oder? 5. Februar 2018. Plus Verteidigung, minus Spezialangriff. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man kein Auge machen, finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, dort kann man nämlich tatsächlich Alola Digtry auch auf dem Level fangen. Wir haben ja auf jeden Fall eine Menge Mons. Ich frage mich hier halt nur, ob irgendein Mon Shiny gefangen wurde, weil auf dem ersten Blick sticht hier kein Pokémon krass raus, meiner Meinung nach. Da sind halt, also hier ist wirklich alles Wirrwarr, kreuz und quer. Ein paar coole Mons hier, Uhafnir und so weiter. Sie hat tatsächlich ihrem Pokémon allen kein Nickname gegeben. Keines dieser Pokémon hat einen Spitznamen. Feiert sie wohl nicht so. Hier haben wir wahrscheinlich ihren Starter mit Fuego auf Level 72. Mit Dark Lariat, Flammenwurf, Wutanfall und Schlecker.
Wild. Ja, und tatsächlich war es das schon. Das heißt, Alola Dietrich wahrscheinlich das einzige Shiny, was sie gefangen hat, aber legite Shiny. Und ansonsten ist es einfach hier eine ganz auch ebenfalls Casual Box. Bisschen mehr Spielzeit natürlich. Paar Pokémon gefangen, dies, das. Bisschen mehr wahrscheinlich auch in den Decks reingegrindet. Wir können ja mal da einen Blick reinwerfen in den Pokédex. Denn wir haben tatsächlich 320 gesehene Pokémon. Aber das ist mit den... Es gibt ja... Ah ne, okay. Ja, true, in Ultramond sind es ja mehr, gibt es ja mehr Pokémon, gibt es 400. Ich sag actually, 80 Pokémon fehlen noch, bis man alle gesehen hat. Ist eine stramme Zahl, kann man tatsächlich kein Auge drauf machen. Und ich würde sagen, wir checken noch den Beutel ab, weil ich weiß nicht, wie ich hier... Oh, AP Plus, AP Top, nie benutzt. 61 Beleber. Scheinbar keine Nuzlocke. Da können wir uns, glaube ich, sicher sein. Einen Evolit, einen Eisstein, Fatumknoten. Schon ein paar nice Items, kann man echt nichts gegen sagen. 81 Hyperbälle, okay. Sehr viele Entwicklungs-Items. Auch der Meisterball ist hier noch da. Die Schädenschuppe haben wir ebenfalls hier. 26 Topschutz. Leute, benutze ich Topschutz. Topschutz ist... Oh, 11 Zitterorb. Ich weiß nicht, ob sie Alola Dietrich maybe SOS hunted hat. Es könnte sein. Weil niemand kauft sich einfach so Zitterorbs. Glaube ich zumindest. Ja, und dann haben wir hier noch die ganzen Ultra-Necronium-Z und so weiter, die ganzen Z-Steine. Auch hier wieder nur eine ganz normale... Oh, wir haben ganz, ganz wenig Geld gehabt, habe ich gesehen, oder? Was war das? 3000 Pokédollar? 316 Pokédollar, ach du Scheiße. Ebenfalls eine ganz normale Casual-Version, aber scheinbar ein legites Shiny oder Dietrich. Fühle ich. Und ich würde sagen, wir gehen rüber zur Schwarz-Edition. Und damit sind wir bei der letzten Edition, bei der Pokémon Schwarz Edition. Bin sehr gespannt, was uns hier in der letzten Edition erwartet. Wir haben Ivy mit 121 Spielstunden. Holy shit. Sehr, sehr wild. Und ich würde sagen, wir gucken. Wir haben drei Mädels heute. Sehr, 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 sehr wild. Wir gucken, was es hier so alles gibt. Wir haben Herbst. Wieso speichert man hier und verkauft dann seine Edition? Direkt neben dem Item. Das war ein Top-Elixier. Wieso? Damit sich jemand freut? Ich weiß es nicht. Wir checken unsere Pokémon ab. Wir haben Reshiram Siberio Praktibalk auf Level 58. Wahrscheinlich auf dem Level gefangen. Auch wieder keine Nicknames. Wir haben einmal Reshiram. Nichts Besonderes. Wir haben Siberio, Junge. Dass man Siberio hochlevelt, feiere ich. Praktibalk auf Level 58. Der wurde auf Level 13 gefangen. Warum hat man den nicht entwickelt? Ich glaube, sie hat Praktibike sehr gefeiert. Er ist sogar einem Highball gefangen. Bis man gerade Pokorus mit dem Expertengurt und Bedroher, Wild, Zebritz mit Ladungsstoß, Stromstoß, Fuchtler und Agilität. Interesting. Flambirex hat ebenfalls. Flambirex trägt einen X-Angriff. Ivy, ich muss dir leider sagen, das Item funktioniert so nicht. Und ich würde deinem Pokémon auch keine drei Feuerattacken geben und Brüller. Es tut mir leid, Ivy. Aber da bin ich ehrlich zu dir. Sieht interesting aus. Kann irgendwer fliegen? Sieht kein Flug-Pokémon dabei, oder? Wir sehen uns, wenn ich ein Pokémon-Center gefunden habe. Ich kann noch nicht mal zuordnen, wo ich mich gerade befinde. Bin ich nicht in der Nähe vom P2-Labor? Ach du Scheiße, ich brauche ja 10 Jahre. Ach du Heilige. So, mir kam gerade eine gute Idee. Reshiram kann doch fliegen, ne? Lass einfach Reshiram fliegen beibringen. Ja. Das ist eine gute Idee. Man sollte Reshiram nicht dafür benutzen, da sind wir uns alle einig. Aber ist immer noch besser als Schlitzer. Sehr gut. Und deswegen auf ins Pokémon Center. Ich habe jetzt noch nicht so viel vom Beutel gesehen, ich habe extra nicht drauf geachtet. Let's go. Okay, wir sehen hier, by the way, auch, wir haben noch kein Postgame-Story gezockt. Das heißt, sie hat 108 Stunden dieses Spiel gespielt und ist nicht in der Postgame. Alter, stramm. Weiß nicht, was sie die ganze Zeit gemacht hat. Vielleicht geshiny hunted? Wir werden es herausfinden. So, wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Wir gehen der Frage auf den Grund. Wir checken als allererstes das Ruhmeshallen-Team aus. Das geht hier ein bisschen einfacher. Und zwar haben wir... Okay. Reshiram. Dieses Team kennen wir. Ja, warte, sie hat 108 Stunden gebraucht, um scheinbar die Liga durchzuspielen. Die Monster sind auf demselben Level wie jetzt gerade. Sie hat 108 Stunden gebraucht, um die Liga durchzuspielen. Ja, sie hat 108 Stunden gebraucht. Du hast zum ersten Mal das Spiel durchgespielt und erhältst dafür weitere Hintergründe. Wir sind kurz nach der Liga.
Das sind die einzigen Pokémon wahrscheinlich, die existieren, aber Pokerus hatte sie trotzdem schon. Pokerus, by the way, kleiner Fun Fact, seltener als sein Shiny zu finden. Und ich glaube, das sind nämlich auch schon alle Pokémon, die sie hat. Wie hat sie es geschafft, 108 Stunden in diesem Spiel zu haben? Ivy, falls du dieses Video siehst, beantworte mir gerne die Frage. Das waren noch 108 Stunden, oder? Ich glaube, es waren 108 Stunden. Wir sehen es hier nicht, aber ich glaube, es waren 108 Stunden. Oha, 121 Stunden. Gut, sogar eine Unterschrift, süß. Kann man nichts gegen sagen. 121 Spielstunden. Abenteuer gestartet am 5. Juni 2017. Wann war Eintritt in die Ruhmeshalle? Ich hab's vergessen. 27. Juli. Sie hat in 2 Monaten 121 Spielstunden hier aufgebaut. Das ist respectable. Kann man kein Auge drauf machen. Pokédex sagt wie? Wie viel? Wie viele Monster haben wir gesehen? Gefangen? Whatever. 35 gefangen, 127 gesehen. Ich glaube, es gibt 151. Perfekt, ich kann nicht nach oben. Ich will jetzt nicht nach ganz unten. Ich glaube, es gibt 150, 151 Pokémon in ganz Einhall. Und dann checken wir noch zu guter Letzt den Beutel aus. Hier haben wir, das Einzige, was ich direkt gesehen habe, ist der Meisterball. Da haben wir natürlich ein paar Evolutions-Items, ein paar Steine, nur 12 Hyperbälle. Da wäre jemand nicht so krass, ein Sonderbomber nur, nicht so krass aufs Pokémon-Fang aus. Aber auch das ist einfach nur eine ultra krasse Casual-Edition. Wir haben das letzte Mal, im letzten Video haben wir sehr viele Cheated-Versionen gefunden. Und hier haben wir echt eine Menge Casual-Versionen gefunden. Finde ich aber auch sehr süß, sowas mal zu sehen. Und heute haben wir die Casual-Mädels gesehen. 3 Mädels, 3 Casual-Editionen. Alle 3 haben die Games durchgespielt und danach die Games dann wieder verkauft. Respectable. Trotzdem, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Woo! Lasst gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Demnächst habe ich ultra krasse Sachen, die auf mich zukommen bezüglich alten Editionen. Deswegen verpasst es auf gar keinen Fall. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.